Was wirkt? Zum Beispiel Augenhöhe. Also wenn wir wirklich und tatsächlich auf Augenhöhe mit unserem Gegenüber gehen. Das war nicht immer so. Also in früheren Zeiten ging es schon eher darum, dass man von oben nach unten spricht. Mein Vater war zum Beispiel Unternehmensberater, ja. Und wenn der zu Hause ans Telefon ging, dann klang das immer so. Herr Erkenrath! Ich dachte, Scheiße. Was bin ich froh, dass ich nicht am anderen Ende bin. Der kriegt aber jetzt ordentlich einen auf den Sack. Erst viel, viel später, ich glaube 10 oder 15 Jahre später, ist mir klar geworden, damals hatten die Telefone noch gar kein Display. Mein Vater konnte also gar nicht wissen, wer am Telefon war. Er hat aber immer von oben nach unten gesprochen. Herr Erkenrath! Ja? Und Leute standen stramm. Das hat richtig funktioniert. Das ist überholt. Verachtung schafft Achtung. Das war früher so. Du hast nur richtig runterschnauzen müssen und schon standen die Leute stramm. Heute wollen wir auf Augenhöhe mit dem anderen gehen. Auch wenn der möglicherweise im Status höher ist als wir. Wenn du jetzt fragst, was ist Status? Wir alle haben einen Status. Und der kann wechseln. Jederzeit. Nehmen wir ein Beispiel. Du sitzt in deinem Büro und arbeitest friedlich vor dich hin und dein Chef kommt rein. Wer hat jetzt den höheren Status? Ganz klar, dein Chef. Er arbeitet friedlich weiter, die Tür geht wieder auf und jetzt kommt der Chefchef rein. Wer hat jetzt den höheren Status? Ganz klar, Chefchef. Chef hat so ein bisschen so eine Zwischen-Twitter-Position und du bist weiter am unteren Ende der Nahrungskette. Tut mir leid, habe ich mir jetzt auch nicht ausgesucht. Chefchef hat seiner Frau versprochen, abends um 19 Uhr zu Hause zu sein, weil sie Gäste empfangen. Chefchef hat aber am Nachmittag ein dickes Problem bekommen in der Firma und schafft es erst um 21 Uhr zu Hause zu sein. Er kommt nach Hause, seine Frau macht die Tür auf. Wer hat jetzt den höheren Status? Also Status kann wechseln, das finden wir ganz toll. Im Kino oder im Fernsehen, aber sicher nicht im Alltag. Weil im Alltag wollen wir, dass der andere uns wahrnimmt als gleichberechtigte Person. Das ist natürlich schwer, wenn jemand im Status höher steht. Und es ist auch schwer, wenn jemand sich so klein macht. Das wollen wir auch nicht. Also es geht darum, auf Augenhöhe zu gehen. Frank-Walter Steinmeier hat das zum Beispiel begriffen. Als er noch Außenminister war, hat er in Indonesien den damals neu amtierenden Staatspräsidenten Joko Widodo besucht. Joko Widodo war offensichtlich sehr aufgeregt. Da kommt jetzt der Außenminister eines wirtschaftlich sehr wichtigen Landes zu ihm. Und er wollte nichts falsch machen, also hat er mal nichts gemacht. Er hat auch nichts gesagt. Und dadurch war das Gespräch natürlich ein bisschen schleppend. Und das Büro von Steinmeier hat ziemlich gut vorgearbeitet. Und irgendwann, als das Gespräch so gar nicht mehr ging, beugt sich Steinmeier vor und sagt zu Joko Widodo: Herr Staatspräsident, wie ich höre, sind Sie der Sohn eines Zimmermanns. Das ist lustig. Ich bin auch der Sohn eines Zimmermanns. Wir wissen doch, wie man die Dinge wieder in Ordnung bringt, oder? Und alle Anwesenden berichteten, Joko Widodo strahlte über das ganze Gesicht und das Gespräch kam tatsächlich in Gang. Das ist eine hohe Kunst, eine Brücke zu bauen zu einem anderen Menschen. Also wenn du das nächste Mal einen schwierigen Gesprächspartner hast, überlege dir vorher die drei größten Gemeinsamkeiten, die ihr zusammen habt. Das kann Zeit kosten, das kann Hirnschmalz kosten. Lohnt sich aber sehr. Und wenn du dann im Gespräch bist mit dem anderen, egal ob dem Status höher steht oder tiefer ist, erwähne diese drei Gemeinsamkeiten und du wirst sehen, die Brücke ist gebaut. Wie kannst du eine Brücke bauen? Hast du ein Beispiel für mich? Schreib es unten in die Kommentare. Abonniere meinen Kanal und schau dir gleich das nächste Video an. Ciao.